Okay, guys, I've been working on this outfit for some time now, and my stepmom Karen says I'm not allowed to wear it out tonight. I mean, like, respect the drip, Karen. Freundinnen und Freunde, ich brauche jetzt schon seit einer Zeit Social Media, oder wie die alten Leute würden sagen, die elenden sozialen Kanäle, die die heutige Jugend zum Verblöden bringt. Nein, ich brauche es schon seit einer Zeit, YouTube, Instagram, Snapchat und Co. Und ich habe immer alles verstanden. Ich konnte immer sagen, okay, das Video ist jetzt gut geschnitten, das hat viele Views bekommen, oder das Video ist mega unterhaltsam und darum hat es so viele Views bekommen auf YouTube. Ich habe es immer verstanden, ich habe immer gewusst, wieso etwas auf einer gewissen Plattform jetzt viral geht oder gut ankommt. Das war immer so gewesen. Und dann ist TikTok gekommen. Ich habe mir das vor etwa 2 Monaten runtergeladen und Digga, ich check's nicht mehr. Ich muss ehrlich sagen, ich check's einfach nicht mehr. Ich bin komplett raus, Digga. Es hat dort Videos drauf, die ich nicht check, die ich wirklich nicht check, wieso jetzt die viel Aufrufe bekommen haben. Gutes Beispiel ist Sarah Leutenegger. Sie hat bei Germany's Next Topmodel mitgemacht. Sie ist mit dem Marc und mit mir auf der Kreuzfahrt gewesen. Ganz eine nette Person, super, alles gut. Aber sie hat das TikTok aufgeladen. Das Video hat 225.000 Likes. 225.000 Likes. Wisst ihr, wie viel Aufwand es braucht, dass man auf YouTube 225.000 Likes bekommt? Und es hat noch 2,1 Millionen Views. Also sie geht wirklich an und isst Schnee und schießt einen Schneeball ihrem Mann an. Das, was jeder von uns, aber wirklich, also ich hoffe, die haben das schon mal gemacht, das, was wirklich jeder von uns schon mal gemacht hat. Und das Video geht auf TikTok komplett viral. Und ich weiß nicht, wieso. Ich weiß nicht, wieso, Digga. Bitte erklären Sie mir. Auf jeden Fall ist 20 Minuten auf das Video aufmerksam geworden und hat ein Interview mit der Sarah Leutenegger gemacht. Und dort hat sie gesagt, TikTok macht mir richtig Spaß. Es geht authentischer zu und her als auf Insta. Hier geht es nicht um das perfekte Leben, sondern um pure Unterhaltung. Sondern um pure Unterhaltung. Tja moin. Oder auch der Radiosender Energy hat auf TikTok ein Video hochgeladen. Da kann man immerhin sagen, ja, das war noch kreativ gewesen mit den Haaren und allem, gut gemacht, kurz Applaus für das. Aber Digga, das Video hat 4,4 Millionen Aufrufe. 4,4 Millionen. Weißt du, wie viele das sind? Das sind 4,4 Millionen, Digga, what the fuck. Und es hat auch noch schnell einfach 285.000 Likes bekommen. Und wer genau angeschaut hat, ja, der Stucki hat dort mitgespielt. Ich finde also TikTok richtig komisch irgendwie, aber ich muss ja dazu sagen, es unterhaltet mich auch richtig gut und zwar auf eine richtig behinderte Art. Zieh doch mal das Video rein. Das ist einfach crazy, Digga. Ich hätte nie gedacht, dass ich in meinem Leben entertained werde von Glitzern, die oben auf der Kamera sieht. Man muss sagen, das sieht einfach heftig aus, Digga. Aber das Ding an der ganzen Sache ist, ich kann mich halt nicht mehr so groß über die ganze Szene von TikTok beschweren oder lustig darüber machen, weil ich selber auch Videos darauf gemacht habe. Gerade vor 2 Wochen sind wir bei Nati daheim gewesen, mit Nati Style zusammen mit dem Can und dem Mara. Danke, Glücksi. Zusammen mit dem Mara und dem Can sind wir bei der Nati daheim gesehen, dann haben wir ein paar YouTube-Videos gefilmt. Und dann ist Nati am oben auf die Idee gekommen. Hey Jungs, wir könnten doch noch schnell ein TikTok filmen. Und wir alle so, nah, nicht wirklich Bock jetzt zum TikTok filmen, bla bla bla. Dann hat sie uns das Ganze erklärt und wir haben auf jeden Fall denen ein Musical gemacht. Ein Musical, also das ist, wenn man so Lip-Sync macht, wenn man so ein Lied läuft, dann macht man so ein Slow Motion. Auf jeden Fall für mich der absolute Cringe. Lustigerweise hat es noch dann beim Filmen irgendwie noch recht Spass gemacht. Und dabei rauskommst du das da. Der Cringe ist real, Digga. Ja, ich weiss, der Cringe ist ein bisschen real, aber auf jeden Fall haben wir das Video gemacht. Es hat etwa, ich würde mal sagen, 40 Minuten gedauert, wenn die Mara und die Nati nicht die ganze Zeit verkackt hätten bei unserem Choreo. Nati hat es dann aufgeladen gehabt. Und ich kann jetzt mal schauen, wie viel Aufrufe das Video hat. Auf jeden Fall hat es jetzt 189.000 Views auf TikTok. Wenn ich mich noch richtig mal erinnere, hat es, glaube ich, in einem Tag 100.000 Views gemacht und es hat 25.000 Likes. Ja, das ist also die Unterhaltung von heutzutage. Aber es kommt noch schlimmer, es kommt noch schlimmer. Und zwar habe ich auf meinem TikTok, @AdiTotor, könnt ihr mal reinfolgen, habe ich ein Video hochgeladen vor etwa ein paar Monaten und das ist das Video.
komplett, aber wirklich komplett beschissenes Video, Digga. Ich schaffe ja nicht mal den letzten Bottleflip. Ich habe drei Hüte da. Ich weiß nicht genau, was der Sinn von dem Video ist. Und ich weiß auch nicht genau, wieso ich das gepostet habe. Auf jeden Fall hat das Video 86.000 Views. Ein Video, das absolut ununterhaltsam ist, nicht einmal ein Trick funktioniert drin, hat 86.000 Views und zum Zeitpunkt von jetzt 4.600 Likes. Ich arbeite in einer Kita, mache gerade Zivildienst und dort hat es 9-jährige Mädchen. Und dann habe ich von dem erzählt, dann kommt ein Mädchen zu mir und sagt: Yo Adi, ich habe dein TikTok gesehen. Und ich denke mir so: Digga, du bist 9, du hast noch knapp Windeln an und du schaust schon TikTok. Ich bin lost. Ich bin komplett lost in dem Universe. Entweder werde ich einfach zu alt für den ganzen Scheiß. Nein, ich würde nicht mehr sagen, dass ich zu alt werde, weil es entertaint mich hure. Ich verwünsche mich mega finnisch dabei, wenn ich mir nicht dabei denke, TikTok aufmache. Und plötzlich ist es einfach eineinhalb Stunden später und ich habe eigentlich nur mehr Scheiß geschaut. Aber auch irgendwie unterhaltsamer Scheiß auf eine Art. Auch irgendwie Scheiß, der so ist wie Wine früher. Kennt ihr Wine noch? Wine ist die Plattform, wo Logan Paul absolut bekannt worden ist. Er hat dort auch richtig dumme Videos gemacht. Genauso wie es jetzt auf TikTok wieder ist. TikTok ist ja das Musical.ly gesehen und auf Musical.ly hat man mehr so Lip-Sync-Zeug gemacht. Und jetzt auf TikTok habe ich das Gefühl, wird es wieder mehr so richtig Wine. Und das ist halt so der komplett dumme Humor. Die merken, ich verstand die Welt von TikTok nicht. TikTok ist so komisch. Ohne Scheiß, schreibt dir mal in den Kommentaren, wie braucht ihr TikTok, wie findet ihr TikTok, habt ihr schon selber TikTok gemacht, findet ihr das lustig, findet ihr das scheiße? Schreibt alles zu TikTok in die Kommentare, sollte es gelöscht werden, sollte ich es auf meinem Handy löschen. Schreibt es in den Kommentaren, es würde mich wirklich hure Wunden nehmen. Und bitte, kann mir irgendjemand TikTok erklären und wieso die Videos dort so online viral gehen? Wir sehen uns beim nächsten Video, dünnt doch das Video liken, dünnt ein Abo da auf dem Kanal, die Glocke aktivieren, mir auf Instagram folgen, @aditotoro und wir sehen uns beim nächsten Video. Peace und Blümli. Alter, gerade absoluter Voice Crack gehabt. Okay, piece it up with this piece of love and this piece of love like the okay.